Gabine, einfach, ja. Er war verschwunden. Bei Container. Weg. Da hinten, ich habe den verloren, mein Kind. Sie glauben, er ist weggerannt, oder? Er ist nicht weggerannt, ja. Oder jemand. Er ist alleine gegangen. Er ist weggegangen, ich bin nicht mehr gekommen. Er ist von alleine irgendwie von unten. Ich hab gedacht, was ist aber er ist nicht mehr zurückgekommen. Ich hab gegeben bei oben, nehmen das Geld auch in die Sparkasse, in dem der Konto. Was meint er, hat die Geld genommen von Sozial? Ja, wir haben gekommen, unten. Als sie zurück von keine, dem Büro rausgekommen, er ist weg, er ist nicht mehr da. In der vergangenen Woche, am 1.10., hat eine Mutter ihr Kind vermisst gemeldet. Sie ist als Flüchtling in Berlin und war in der Turmstraße vor der zentralen Aufnahmeeinrichtung. Und gegen 12, sagt sie, hat sie den Jungen aus den Augen verloren. Er ist 4 Jahre alt und heißt Mohammed. Und seitdem sucht die Vermisstenstelle der Berliner Polizei den Jungen. Wir haben den kleinen Tiergarten abgesucht, ohne Erfolg. Wir haben auch das ganze Gebiet der zentralen Aufnahmeeinrichtung abgesucht. Auch dort haben wir keine Spur gefunden. Und nun sind wir mit einem Bild an die Öffentlichkeit gegangen. Und da hat sich jetzt ein Mann gemeldet, hat gesagt, dass er den Jungen hier in diesem Park gesehen hat. Und wir suchen jetzt mit 30 Polizisten den gesamten Park ab, um zu gucken, ob wir den Jungen hier wohlbehalten finden. Und wo waren die anderen beiden Kinder? Die waren mit dem mir, Büro. Alles. Die ist alleine hier. Und Mohammed war allein draußen, ja, vor der Tür. In der Tür. Bitte, ich mag deine Schule nur zurück, meine Kinder. Bitte bringt uns die Mohammed wieder zurück. Wird alles gut. Wird immer alles gut. Wird alles bitte. Okay. Wir sind einfach da, die Meinung, dass du unsere Kinder wieder zurückzubringen darfst. Die Polizei fahndet nach diesem unbekannten Mann. Der Grund, seit Donnerstag wird der 4-jährige Mohammed Yanousi vermisst. Zusammen mit seiner Familie befand er sich auf dem Gelände des Lageso. Ich will mein Kind zurück. Okay. Bitte. Es gibt eine neue heiße Spur im Fall des vermissten Flüchtlingsjungen Mohammed vom Berliner Lageso. Die Berliner Polizei sucht jetzt heute hier mit einer Bereitschaftspolizei-Hundertschaft nach Anwohnern, die möglicherweise den Mann identifizieren können, der mit dem kleinen Mohammed das Gelände verlassen hat. Wir haben heute sehr gute, hochauflösende Bilder veröffentlicht. Die sind so gut, dass ich sagen würde, wer den Mann kennt, der erkennt ihn auch auf dem Bild. Und unsere Hoffnung ist, dass jemand hier ihn wiedererkennt und uns Näheres dazu sagen kann. Der Mann ist nur mit einem Pullover bekleidet, hier an einer Videokamera vorbeigelaufen. Wir wissen bisher nicht, wo er sich aufhält in Berlin, aber natürlich besteht eine Möglichkeit, dass er hier auch von anderen Menschen gesehen wird. Und deswegen sprechen wir hier jeden an, den wir treffen. Auch wir haben heute Anwohner mit den neuen Fahndungsfotos befragt. Und uns wurde von mehreren Seiten bestätigt, dass der Mann, der gesucht wird, kein Unbekannter hier im Kiez ist. Er wurde unter anderem hier in der Arminius-Markthalle in Moabit mehrmals am Norma-Supermarkt gesehen. Ich stehe an der Bugenhangstraße in Moabit. Das ist der Ort, an dem der Entführer des kleinen Mohammed zuletzt gesehen wurde. Heute Morgen wurde er von der Polizei festgenommen und wird aktuell vernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er die Tat gestanden. Offensichtlich wurde Mohammed ermordet. Alles Weitere ist noch völlig unklar. Am heutigen Morgen gegen 10 Uhr haben wir auf dem Hinweistelefon im LK1, also bei der Vermisstenstelle, die Anruferin aus dem südlichen Brandenburg gehabt. Eine Mutter, die unter Tränen eingestanden hat, dass sie soeben im Gespräch mit ihrem Sohn erfahren habe, dass er, der Sohn, der Verantwortliche ist für das Verschwinden des Mohammed. Er selber hat sich spontan eingelassen heute im Beisein
der Polizei und hat die Tat eingestanden, hat auch zur Art und Weise der Tatbegehung sich eingelassen, allerdings nicht zum Todeszeitpunkt. Gehen Sie momentan davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt oder andere Personen? Ja, also nach jetzigem Stand gehen wir tatsächlich von einem Einzeltäter aus. Es gibt keinerlei Hinweise auf Mittäter, es gibt keinerlei Hinweise auf Mitwisser dieser Tat. Ich habe die Hinweise, dass der Mann psychisch labil ist, um es mal so auszudrücken. Ich gehe davon aus, dass die Familie von Mohammed bereits informiert wurde. Können Sie uns sagen, wie die Mutter, vor allem die Mutter, auf die traurige Nachricht reagiert hat? Ja, es trifft zu, dass die Mutter heute informiert worden ist von uns unmittelbar nach Bekanntwerden der Tatsache, dass eine Festnahme erfolgt ist und natürlich auch kombiniert mit der Einschätzung, dass wir nach jetzigem Stand fest davon ausgehen müssen, dass es sich bei dem toten Kind im Kofferraum des Tatverdächtigen um Mohammed handelt. Die Mutter ist mittlerweile auch versehen worden von uns mit Opferschutzmaßnahmen. Ist ein sehr sperriger, ein bisschen bürokratischer Begriff, bedeutet aber, dass natürlich psychische Fürsorge für die Mutter jetzt passieren wird.